Ja, hallo liebe Fußballfreunde, hallo liebe User von MFS Fußballtraining TV. Willkommen zur 15. Folge von Einfach besser Fußball spielen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Jawohl. Wir haben uns ein bisschen verändert, weil es ja doch so ist, dass wir meistens nur reden und unsere Gesichter nicht so der zentrale Aspekt sind. Weniger. Deswegen sind wir ja Fußballtrainer geworden. So ist es, genau. Genau, deswegen haben wir uns entschieden, wir machen das Ganze jetzt mal ohne Video. Wir werden es trotzdem immer noch auf YouTube natürlich hochladen, den Podcast. Aber es wird demnächst auch unseren Podcast auf Spotify geben, sodass ihr noch einfacher beim Autofahren, beim Joggen, beim Kochen, beim Duschen, wie auch immer, uns mit dazu nehmen könnt. Nicht so sehr ins Detail, bitte. Wir sind heute wieder der Michi und der Jojo. Wir sind sehr NRZ-lastig heute. Unbedingt. Ja. Viel passiert, ne? Lustig. Ja, es ist innerhalb einer Woche bin ich zugeballert worden, du ja auch. Ja, ja, wir haben uns da gegenseitig viel geschickt und wir mussten dann so ein bisschen auswählen fast. Ich glaube, wir haben gar nicht alles drin. Nein. Aber deswegen legen wir jetzt einfach mal los. Es geht los mit einer Studie, die vielleicht der ein oder andere schon davon gehört hat. Da wurde eine Studie durchgeführt. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht genau von wem genau, aber... Ich glaube, diese Seite heißt Hartplatzhelden. Kann das sein? Ja, ja. Eine Metastudie von Professor Arne Gürlich von der, TU Kaiserslautern. Genau, und Hartplatzhelden heißt dieser Blog. Ja. Das ist ein Freund von uns und da wurde uns dieser Artikel, der die Studie quasi aufarbeitet, zugeschickt. Genau, also die Studie ist von der TU Kaiserslautern. Die haben Daten ausgewertet von den NLZs in Deutschland, von internationalen Soccer Academies und kommen dazu, für uns jetzt nicht unbedingt sehr überraschend, aber doch ziemlich in der Deutlichkeit erschreckenden Ergebnis, kann man sagen. Ich habe jetzt gesagt, ich werde einfach mal so ein bisschen was vortragen davon, dass man sich das mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen kann. Also eine Zahl fand ich spannend. Im Schnitt werden jedes Jahr 29% der Spieler eines Jahrgangs ausgetauscht. Das heißt, fast ein Drittel der Spieler muss jedes Jahr gehen. Bedeutet jetzt konkret in einer U11, wenn wir sagen, wir haben 12 Spieler in dieser Mannschaft, dann gehen jedes Jahr 4 Spieler. Jedes Jahr werden 4 und dann in höheren Jahrgängen ja sogar dann noch mehr, wenn die Kader größer sind, ausgetauscht, was ja eigentlich schon Wahnsinn ist. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal so die Zahlen durch und dann können wir dann im Nachhinein drüber sprechen. Was dann noch interessant ist, also von der U11 ab, das ist ja meistens nicht mal der jüngste Jahrgang in dem NLZ, kommen 9% der Spieler in die U19 und am Ende den Übergang in die Herrenmannschaft schaffen weniger als 1%, also 0, irgendwas Prozent aus der U11 schaffen es in die Herrenmannschaft. Im Vergleich ein U15-Spieler, der erst in der U15 ins NLZ wechselt, hat eine Chance von ungefähr 10% in die Herrenmannschaft zu kommen. Und das ist ja eigentlich absurd, weil es im Prinzip bedeutet, ein Kind, das länger im NLZ ist, das quasi länger von einem NLZ ausgebildet wurde, was ja eigentlich ja die bestmögliche Ausbildung in Deutschland sein sollte, hat weniger Chancen, es in den Profibereich, in den Herrenbereich zu schaffen, wohin auch immer, ob das dann Bundesliga, Zweite Liga, Dritte Liga ist, ist ja jetzt mal noch dahingestellt. Aber hat auf jeden Fall weniger Chancen, das zu schaffen. Und wenn man dann die letzte Zahl, und das ist, finde ich, eigentlich die bedenklichste und die schlimmste an der ganzen Sache, dass ungefähr 50% der aus dem NLZ ausgeschiedenen Spieler medizinisch belegbare psychische Folgeschäden haben, dann kann man vielleicht jetzt, wenn man es ein bisschen überspitzt formuliert, sagen, das grenzt dann schon irgendwie an Kindeswohlgefährdung, wenn ich Kinder da im NLZ so behandle, wenn die Kinder da so behandelt werden, wenn die Chance, da irgendwo weiterzukommen, sowieso eigentlich gleich null ist und die Wahrscheinlichkeit, dass ich danach psychische Probleme habe, so immens ist, dann muss man sich wirklich hinterfragen, was dieses ganze System überhaupt noch für einen Wert hat. Ich meine, wir kennen es zu Genüge Geschichten von Kindern, die aus dem NLZ ausscheiden, die es im NLZ nicht schaffen und dann gar keine Lust mehr haben auf Fußball. Und man muss ja bedenken, das sind ja Kinder, die vorher nur Fußball im Kopf haben. Ich finde, das ist immer so dieser krasse Klar. Gegenentwurf. Das sind ja Kinder,
die jetzt der 10-jährige Junge, der hat ja nur Fußball im Kopf, deswegen ist er ja so gut auch unter anderem, weil er halt Fußball, dann ist er im NLZ 2 Jahre, fliegt da raus und sagt dann zu seinem Papa, solche Geschichten kennen wir, Papa, bin ich wirklich so schlecht, Papa, ich mag nie wieder Fußball spielen. Ja, das ist extrem bedenklich. Das ist, finde ich, schon erschreckend. Ja, und bevor es jetzt wieder heißt, jetzt wird es natürlich viele Stimmen geben, die sagen, ja gut, aber das ist halt so in einem Nachwuchsleistungszentrum, das muss man ja auch aushalten lernen, so nach dem Motto. Da muss ich halt sagen, ja, das mag schon zum Teil so sein, aber das kann ja nicht daran enden, dass der danach dann im Prinzip, ein bisschen überspitzt formuliert, psychisch gebrochen ist. Das darf es ja nicht sein. Dass der natürlich geknickt ist, wenn er quasi mal nicht übernommen wird, das ist klar, das ist logisch, aber er müsste ja unbedingt von einem Nachwuchsleistungszentrum von Beginn an auch darauf so vorbereitet werden und unterstützt werden parallel dazu, zu seiner Zeit dort, dass wenn es dann so eintreten sollte, dass es eben genau das nicht hat. Also das heißt, da muss man sich schon die Frage stellen, also mein, dass die einen psychischen Knacks haben, 50%, das hat ja dann mehrere Ursachen, aber man muss sich schon auch die Frage stellen, was investiert ein Nachwuchsleistungszentrum denn eigentlich in so eine psychologische, pädagogische Betreuung? Ich weiß, und das weißt du ja auch von deiner Zeit her bei Augsburg, dass es natürlich im pädagogischen Bereich Angestellte gibt, ja. Aber vielleicht ist das halt einfach viel zu wenig und müsste da viel tiefer noch gehen. Und dass das praktisch, also ich weiß damals noch bei meiner Zeit, dass der Pädagoge oder die Pädagoge, der angestellt war, der hat sich halt viel natürlich um die Internatsspieler gekümmert, die dann schon älter waren, Hausaufgaben etc. Aber was passiert eigentlich mit den kleineren, jüngeren? Ja, und ich finde auch, also, weil du sagst, das ist halt dann so, oder dass man dann sagen kann, das ist halt dann so, also ich finde ganz klar, nein, das ist dann nicht einfach so. Ja, also, natürlich nicht. Ja. Wenn ich Sachen mitbekomme, und das war dann ganz interessant, in meiner Zeit danach, dann, da haben mir Eltern dann Sachen erzählt, die sie mir vorher nicht erzählt haben, weil ich damals dann noch Trainer war, und dann haben sie natürlich, waren sie da vorsichtig. Wenn ich halt mitbekomme, dass das ist jetzt ein Jahr, der ist schon ein bisschen älter, aber dass in einer U10 oder U11 war es damals, ich weiß es gar nicht mehr genau, 4 Kinder beim Sportpsychologen sind, das ist halt dann einfach falsch, da läuft dann was falsch. Also ich meine, klar kann man dann sagen, ja, der ist halt dann nicht gemacht fürs NLZ und das Kind schafft es halt nicht, aber 4 Kinder. Also da muss ich mich als NLZ schon hinterfragen, warum müssen 4 meiner Spieler zum Sportpsychologen? Mhm. Was läuft da falsch? Mhm. Wenn ich mitbekomme, dass da Kinder zu ihrer Mama sagen, da ist ein Turnier am Wochenende, da ist Tottenham Hotspur, Ajax Amsterdam, da würden sich hier in München wahrscheinlich tausende Kinder alle Finger nach abschlecken, mal gegen diese Mannschaft spielen zu dürfen. Und der sagt zu seiner Mama am Freitag, Mama, kannst du bitte sagen, ich bin krank, ich mag da nicht hin. Und der war Stammspieler, der hat immer gespielt, auch in der Halle immer gespielt, da gab es keine Rotation. Und da kommen wir jetzt wirklich dem ganzen Problem ja schon näher. Also grundsätzlich ist es ja so, du hast ja, egal ob es der Leistungssport ist, sondern mal allgemeiner Natur, hast du natürlich Menschen oder Kinder, die sensibler sind und welche, die es halt nicht sind. Da gibt es ja dann die Berühmten, die dann auf den Platz gehen und denen dann alles wurscht ist, schon von klein auf. Und dann gibt es eben die, die eben sehr, sehr sensibel sind. Die aber herausragende fußballerische Talentfähigkeiten haben, nenne ich es mal so. Und dann muss ich halt mit diesem Jungen genau in diesem Bereich halt dann arbeiten. Und das haben wir ja schon auch mal hier in unserem Blog besprochen oder mal darüber geschrieben, dass da ja gerne dann auch alle über einen Kamm geschert werden. Was ja meiner Meinung nach eines der größten Probleme mit im, als Fußballtrainer ist grundsätzlich. Wenn ich eine Mannschaft führe, völlig egal welchen Alters, dann kann ich nicht alle über den Kamm scheren. Das hat man früher so zu meiner Zeit auch noch gemacht. Aber das geht halt nicht. Du hast einfach verschiedene Charaktere und jeder will unterschiedlich geführt werden. Und wenn ich einen super Jungen habe, der richtig ein geiler Kicker ist und aber wahnsinnig sensibel ist und praktisch Spielangst vielleicht sogar hat, ja, dann muss ich ihm die nehmen und muss mit ihm genau in diesem Bereich hier arbeiten. Denn ich will ja sein Talent fördern und nicht sagen, ja, dann schaffst du es halt nicht. Also dann ist dein Problem, so nach dem Motto. Ja. Und dann vielleicht den auch noch, weil er dann eben aus lauter Nervosität Fehler macht beim Spiel gegen Tottenham, was ja natürlich ist, dann auch noch von draußen auf ihn verbal einprügeln, genau. Was ja dann alles passiert so, und ihm dann das letzte Fünkchen Selbstvertrauen nehmen. Schrecklich. Ja, und das sind halt alles so Sachen, also ich meine, das sind ja keine Einzelfälle, die man dann mitbekommt.
wenn ich ein Training habe mit dem Spieler und ich zu ihm sage, hey, kein Problem, Fehler gehören dazu, du musst Fehler machen, weil nur so wirst du besser. Ja, mein Trainer sagt, wir dürfen keinen Fehler machen. Dann, schrecklich. Wahnsinn. Also, Wahnsinn. Und dann fragt sich noch irgendjemand, ja, das ist halt so im NLZ. Ja, das ist halt einfach Unsinn. Das sind halt Leute, die sind unfähig. Da sind Leute da, die einfach unfähig sind, Kinder zu trainieren und mit Kindern zu arbeiten. Ja, und dieser Satz, das ist halt so. Also was soll das? Also, ja, dann habt ihr es jetzt jahrzehntelang falsch gemacht. Könnt ihr bitte damit einmal aufhören? Also, das ist ja praktisch richtig. Nicht die Rechtfertigung dafür, diesen Mist einfach so weiterzumachen. Und wenn 50% da mit psychischen Schäden rausgehen, dann kann doch auch der härteste Hardliner innerhalb eines NLZs nicht mehr umhinkommen und zu sagen, da läuft was falsch. Ja. Und Punkt. Ich meine, psychische Schäden, dass das jetzt auch mal klar ist, das ist jetzt nicht, dass man, weil wie du es gesagt hast, dass man geknickt ist und traurig, das ist ja logisch. Also ist ja klar, das sind ja alle. Ja. Aber das heißt nicht, das ist nicht geknickt und traurig. Psychische Schäden ist schon mehr. Das ist schon was, was dich dann begleitet erstmal. Ja. Und wo man dann erstmal dran arbeiten muss, dass man da wieder rauskommt. Und da spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle und dann hat das NLZ einfach eine krass schwere Aufgabe, dass das natürlich nicht leicht zu lösen ist, ist klar. Aber sie muss schon diese Aufgabe und vor allem diese Verantwortung ernst nehmen und annehmen. Und du weißt ja selber, da mag vielleicht der Trainer ein netter Kerl sein, ja, und das alles gut machen vielleicht sogar. Aber dann hast du die Eltern natürlich auch, ja, die ja dann schon beim ersten Scouting-Termin den Jungen lieber zum NLZ schneller als sonst was hinschicken wollen, weil sie schon die Dollarzeichen in den Augen sehen. Dann muss ich aber als NLZ, wenn ich das spüre, dass wenn man aufmerksam durchs Leben geht, merkt man das, dann muss ich mit den Eltern sprechen und ihnen klar zu verstehen geben, dass sie sich zurückzunehmen haben. Vielleicht sogar mit der Konsequenz, wenn sie sich nicht zurücknehmen, dann hat das hier keinen Wert. Das kann man schon vielleicht immer sich überlegen, ob man nicht so weit geht. Ja, und dann so ein bisschen die Sippenhaft damit reinholt, weil man dem Jungen ja keinen Gefallen tut. Und das muss man ihnen in Aufklärungsgesprächen erklären und muss ihnen erklären, dass sie beim Spiel sich zurücknehmen, dass sie aufhören, das Kind noch zusätzlich unter Druck zu setzen, wenn das Kind vielleicht auch noch zudem sehr sensibel ist. Also da hat das NLZ eine viel größere Verantwortung, als es sich herausnimmt und vielleicht sogar wahrhaben will. Und es geht einfach nicht so, dass man dann sagt, ja, ich stelle dann da quasi in der E-Jugend eines NLZs eine 450-Euro-Kraft hin, der halt vielleicht eine simple Trainerlizenz gemacht hat, ohne jegliche pädagogische Ausbildung, dann auch noch nicht die fachliche Qualität dafür hat, mit den Kindern richtig umzugehen. Das funktioniert halt dann einfach nicht. Da muss definitiv, das haben wir ja schon oft gesagt, nicht nur inhaltlich, fachlich, sondern auch menschlich das bestmögliche Potenzial. Gerade in diesen Altersklassen, U10, U11, da müssen die Besten arbeiten. Da ist es am wichtigsten, da müssen die Besten der Besten arbeiten. Das ist so ein schwieriger Job. Ja, das ist ein schwieriger Job inhaltlich, es ist ein schwieriger Job menschlich. Und da müssen charakterlich einwandfreie Menschen hin, die den berühmten Blick über den Tellerrand hinaus haben, die ein Einfühlungsvermögen haben. Und das ist... Und das muss top bezahlt werden, wenn die mir daran was... Die kriegst du nur, wenn du sie top bezahlst. Die kriegst du ja nur, wenn du sie optimal bezahlst. Ansonsten gehen die da ja nicht hin, das ist ja völlig klar. Ja, also wenn mir daran was liegt, dann muss ich das genauso tun. Ja. Ansonsten, und da kann man ja jetzt auf den zweiten Wert kommen, da schließt sich ja dann schon der nächste Kreis, geht es ja schon weiter. Ansonsten passiert genau das, dass permanent da Leute einfach wild aussortiert werden, in der Willkür... Diese Trainer, die dann dort die Verantwortung haben, oder dann, wie nennt sich das, die Kleinfeldkoordinatoren, wie sie das dann immer alles schimpft, da eine Art Willkür rumgehauen wird, um angeblich nächstes Jahr wieder die bestmögliche Mannschaft auf dem Feld zu haben. Das passiert, das ist eine logische Folge dessen, wenn ich halt da ein Personal angestellt habe und von oben herab, damit ich mich aber darum kümmere, dann passiert genau das. Dann wird da rumgehauen und dann kommen diese Sätze eben, die wir ja zu Genüge kennen. Das ist einfach kein guter Jahrgang. Ja. Also wenn wir hier einen Rotwein vor uns liegen haben, also es ist wirklich schrecklich. Und auch das, weil du die Verantwortung gerade angesprochen hast, dieses, was ich dann oft höre, wenn sie einen Jungen holen, U11, der irgendwie 100 Kilometer einfach Anfahrt hat, ja, die Eltern wollten das. Die Eltern haben gesagt, sie machen das. Das ist ja genau das, was du vorher gesagt hast. Da muss ich aber das NLZ dann sagen, nee. Auch wenn die Eltern das machen, dann sage ich halt nein. Ja. Das machen wir nicht. Spiel da, wir kümmern uns vielleicht um dich, dass du bei dir zu Hause eine super Ausbildung bekommst, dass du da irgendwie in ein Fördertraining mit dazu kannst oder je nachdem, das muss man halt dann entsprechend planen. Aber dann sage ich halt den Eltern, nein, das machen wir nicht, das ist nicht gut für ihr Kind. Und also das ist ja verrückt, gell? Also das geht ja mir auch so,
wenn er immer wieder mal damit konfrontiert wird, dass man einen Spieler rät oder einem Elternteil rät, macht das nicht. Schon allein aufgrund der Statistik. Also aufgrund der Statistik, dass je später man in einem Nachwuchsleistungszentrum anfängt, sozusagen, je später man da reinkommt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, nach oben durchzukommen. Ja, genau. Aufgrund allein dieser Statistik argumentiere ich schon seit 2-3 Jahren, weil diese Werte sind jetzt nicht so neu, diese Geschichte, dass es keinen Sinn macht. Bleibt lieber in eurem Umfeld, kümmert euch mit Zusatztrainings etc. darum, dass man praktisch auf ein hohes technisches und taktisches Niveau kommt. Kümmert euch mit Zusatztraining, je älter werden, im athletischen Bereich drum und dann geht er erst später dahin. Wobei man dann natürlich sagen muss, da kommt schnell das Gegenargument und da muss man mal allen Eltern, die uns hier zuhören, die Ängste nehmen, die dann sagen, ja, dann hat aber der Nachwuchsleistungszentrum, Scout, wer auch immer, gesagt, wenn du jetzt nicht kommst, dann ist der Zug auch abgefahren. Dann einfach antworten, ja, dann fährt der halt auch ab. Weil das natürlich Quatsch ist. Wenn jemand richtig gut ist, dann wird der natürlich noch in Erziehung geholt. Also die sagen dann in Erziehung nicht, ja, du wolltest damals nicht, dann wollen wir dich jetzt nicht mehr. Ja, das ist natürlich totaler Quatsch. Ja. Da wird halt Druck aufgebaut, um da irgendwelche Ziele zu verfolgen, was weiß ich was. Ja, um diese Spieler halt zu bekommen, damit sie ihnen jetzt helfen und dann kann man sie im Zweifel dann 2 Jahre später entsorgen. Schrecklich. Ja, es ist echt Wahnsinn. Es ist wirklich ein Wahnsinn, ja. Das muss man so sagen. Also ich finde, mich hat das so ein bisschen, man weiß es ja eigentlich immer so, man hat es ja so im Kopf, man weiß ja, wie das abläuft, aber mich hat es dann wirklich nochmal erschreckt, so, das dann nochmal so zu lesen und diese Zahlen nochmal so schwarz auf weiß zu sehen. Und also mir geht es halt auch immer nahe, dann, wenn ich halt mit Kids dann spreche, die da im NLZ sind und die jetzt auf dem Abstellgleis sind, die schon merken, oh, es geht jetzt nicht mehr lang. Und wenn man dann merkt, wie es in denen arbeitet und wie die mit sich selber hadern und unsicher sind, das geht mir schon nahe, muss ich echt sagen. Natürlich. Und es ist aber dann auch so, wenn man sich dann schaut, wen sie dann rauswerfen. Es ist ja schon immer 2 Muster, kann man da immer grob erkennen. Das eine Muster ist irgendwann dann doch wieder der Kleine, der da praktisch einfach von der biologischen Wachstumsphase einfach dann rausfällt sozusagen, weil der gewinnt ja keinen Zeitkampf. Gell? Und das zweite Argument, das man ganz gehört hat, ja, also der ist halt, der hat keine Mentalität. Ja, okay, er ist vielleicht auch erst 12. Kümmert ihr euch mal bitte darum, dass er genau das bekommt, dass er Selbstbewusstsein aufbaut. Bildet doch den auch in diesem Bereich einfach aus. Gebt ihm doch diese Sicherheit, wenn er sie offensichtlich ja nicht hat. Mentalität ist doch etwas, mir ganz ehrlich, also natürlich wird nicht jeder jetzt ein, um in der Historie zu bleiben, ein Stefan Effenberg, mentales Biest auf dem Feld, dem alles wurscht ist. Ja? Das ist schon klar. Aber ich kriege doch aus einem Menschen, der wenig Selbstbewusstsein hat, kann ich doch einen Menschen mit viel Selbstbewusstsein so weit machen, dass er zumindest selbstbewusst ins Spiel geht mit einer gesunden Nervosität, ohne Angst. Das kriege ich hin. Ja, ja, und ich darf kurz sagen, ich finde es schön, dass man sieht dir man hört dir dein Alter an anhand der Beispiele an Spielern, die du verwendest. Ja, ja, natürlich. Das ist doch schön. Ja, natürlich. Aber ich habe vor kurzem gelesen, wer war das? Das hat mir auch geschickt worden. Das weiß ich nicht mehr. Ein 25-jähriger Spieler, der müsste 25 sein, beim SC Freiburg, der vor kurzem auch darauf angesprochen wurde und der gesagt hat, ja, er hat bis jetzt, also bis er 25 wurde, hat er quasi diesen Druck verspürt, so wirklich vorbereitet hat ihn ja niemand drauf. Und das hat ihn, all das, was er technisch konnte, konnte der quasi gar nicht abrufen im Spiel, weil er zu viel Angst davor hatte. War das der Nico Schlotterbeck? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Erst jetzt hat sich das, mit Hilfe auch von Christian Streich etc., im Laufe der Zeit beruhigt und erst jetzt, mit 25, ist er soweit. So, ja, wie schade, ne? Und ich meine, ich finde, eines der besten Beispiele ist immer Bastian Schweinsteiger, der im WM-Finale gefeiert wurde, Mentalitätsbeast und wie er sich da durchgefightet hat und bla, und hat er dann noch diesen Cut am Auge und so. Und da wurde er gefeiert ohne Ende. Und im Champions League-Finale 2012, Finale davor. Schön drüber geschossen. Ja, da wollte er gar nicht schießen. Er hat danach gesagt, er will gar nicht schießen. Er hatte Schiss. Ja. Und soll man den jetzt aussortieren, weil er keine Mentalität hat oder was? Also, das ist ja auch sowas, das kommt und geht, je nachdem, wie ich. Wie ich halt quasi gepusht werde, wie mein Selbstbewusstsein gesteigert wird oder ob auf mich nur draufgeknüppelt wird, ist doch klar.
Also da gibt es viele Themen, die damit reinwirken. Man muss auch da in dem Zusammenhang, das brauchen wir jetzt gar nicht hier so lange ausführen, müssen wir mal separat machen, das Scouting ansprechen. Das geht natürlich dann auch mit da einher irgendwo, ja. Wenn ich jedes Jahr 4 Spieler rausschmeiße, dann muss man sich schon auch mal einfach die ganz banale Frage stellen, wen habt ihr denn auch da ausgesucht? Ja, also unabhängig davon, ob der jetzt quasi vielleicht schon den Charakter dafür hat, für Leistungssport oder nicht. Grundsätzlich, wenn man so ein bisschen verfolgt, aus dem, was wir so als Erfahrung mitbringen, wer da manchmal auch aussortiert wird, dann merkt man halt oft, ja, man hat beispielsweise gerade, also mal ein klassisches Beispiel, man hat oft im E-Jugendbereich einen Spieler geholt, der halt wahnsinnig schnell ist, einen richtig festen Schuss hat und ein gutes Dribbling hat. Und der stellt sich halt nach 2, 3 Jahren heraus, naja, so schnell ist der eigentlich gar nicht. Er hat halt einen guten Schuss und einigermaßen gutes Dribbling gehabt, weil er halt biologisch 3 Jahre älter war. Und jetzt nach 3 Jahren merkt man, ja, aber er hat immer noch einen Dribbling und einen Schuss. So schnell ist er nicht mehr, weil die anderen haben ein bisschen aufgeholt körperlich und jetzt ist er eher sogar langsamer geworden, weil jemand, der halt also von der biologischen Entwicklung in der E-Jugend vielleicht jung war, aber eigentlich die Gene für pfeilschnell hat. Ja, die holen dann auf. Der holt dann irgendwann einfach auf. Also das muss man halt schauen. Da muss man das Scouting hinterfragen. Man muss überlegen, die holen ja dann oft so einen Spieler, weil der schießt ja alles weg. Das ist ja Wahnsinn. Also pro Spiel 8, 9 Tore, das ist ja brutal. Ja, dann wird der geholt. So, und man übersieht eigentlich, dass der gar nicht so talentiert ist, sondern dass der einen entscheidenden körperlichen Vorteil gerade mitbringt, der ihm halt jetzt reicht, und aber dann später nicht mehr. Im Prinzip, das müssen wir jetzt ja gar nicht im Detail beantworten, aber es gibt ja da 2 Möglichkeiten. Entweder man kann das schon erkennen, dass der in 2, 3 Jahren so, sag ich mal, stehen bleiben wird und die anderen aufholen, dann muss ich mein Scouting hinterfragen und sagen, wer arbeitet eigentlich da? Auch das ist dann wieder eine Frage von 450-Euro-Jobs. Oder ich kann das da noch nicht erkennen, aber dann schafft dieses ganze System bis zur U13 ab und mache erst dann die NLZs, weil dann brauche ich dann auch noch keine Spiele holen, weil dann ist es ein Glücksspiel. Dann ist es ja nur Lotteriespielen. Aber da möchte ich mal eine These reinwerfen. Ich würde das so machen. Also für mich ist ein entscheidendes Talentkriterium. Also wann ist wirklich jemand ein Talent? Da gibt es ja verschiedene Kriterien. Aber ein entscheidendes ist immer für mich, wie schnell lernt der? Ja. Also ich habe jetzt wieder in einem Einzeltraining gestern einen 9-jährigen Spieler gehabt. Und dann habe ich ich kannte den vorher nicht und dachte mir, naja, jetzt mache ich halt mal mit dem so ein bisschen Standtrick, ein bisschen andribbeln, mal den einen oder anderen Frontaltrick, schauen wir mal, was passiert. Da habe ich gesehen, das ist für den Kindergarten. Dann waren wir am Ende, Cedoberto Conte mit Wänden und allem möglichen drum und dran. Und das hat der noch nicht gemacht, aber er hat es wahnsinnig schnell aufgesaugt, wie ein Schwamm. Und dann muss ich halt hergehen und sagen, wenn ich so einen biologisch alten Spieler habe, der schnell wirkt und aus jeder Lage das Tornetz mir kaputtballert, dann lade ich den doch ein und dann lasse ich nicht ein Trainingsspielchen machen und dann mit der wahrscheinlichen Folge, ja, da schießt er wieder. Da schießt er keine 8 Tore, aber 4, das war zu erwarten, aber immer noch schießt er viel. Sondern ich mache mit dem mal schwierige Übungen und schaue, wie schnell lernt er, wie ist der koordinativ unterwegs. Da habe ich dann schon mal so einen groben Einblick, wohin die Reise gehen könnte. Hat man da, wie man so schön immer sagt, Fantasie. Das klingt natürlich hart, ne? Aber darum geht es ja am Ende. Ja, also, klar, genau. Ja. Ja. Es ist ein Thema, wo man sich totquatschen kann. Wochenende. Und ich meine, die Früchte, da sind wir dann beim zweiten Thema vielleicht, sieht man dann in der U19. Das ist ja da quasi die Speerspitze des NLZ sozusagen. Ja. Und da hat Lars Ricken jetzt letzte Woche. Mir wurde so ein Statement geschickt, einfach nur von ihm. War auch was Interessantes gesagt. Im Prinzip, unsere U19-Bundesligen sind nicht Bundesliga-tauglich quasi. Du hast es, glaube ich, Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob er praktisch U17 und U19 Bundesliga gemeint hat, aber grundsätzlich, die Junioren-Bundesligen verdienen aktuell ihren Namen nicht. Das war sein Statement. Ja. Und das ist dann natürlich, also es lässt aufhorchen und es lässt vor allem auch für mich aufhorchen, weil Lars Ricken ja jemand, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, ich bin ja schon älter und Lars Ricken ist ja für mich immer noch der Hero von Borussia Dortmund. Ricken-Lupfen, jetzt. Ja, der hier Juve im Olympiastadion München weggeballert hat. Also er war ein guter Fußballer,
ein technisch guter Kicker. Und da würde ich mal behaupten, der weiß schon, von was er spricht. Also ich glaube, der legt schon mehr Wert auf technischen Fußball. Nicht nur gib ihm, hau drauf. So. Und seine Begründung war, dass wirklich in diesen drei Staffeln, die es da gibt, ich glaube, die Zahl war, die er genannt hat, 30 Mannschaften gegen den Abstieg spielen und dementsprechend quasi das Abstiegsgespenst da rumwandert und man möchte aus dieser Junioren-Bundesliga aus Prestigegründen hauptsächlich nicht raus und dementsprechend wird dort Fußball gespielt. Also Innenverteidiger, langer Ball, Pressing, zweite Kugel, Einwürfe, hau drauf, gib ihm und kein konstruktiver Spielaufbau, keine Varianten im Spielaufbau, was ausprobieren mal auch. Das passiert da einfach sehr, sehr wenig. Und ich habe das zuerst falsch verstanden. Ich dachte zunächst, als ich es im ersten Moment einfach nur gelesen habe, dachte ich mir, er meint, die spielen wie Abstiegskandidaten, also nicht gut genug sozusagen. Also es wird so Abstiegsfußball gespielt, also nichts Gescheites quasi. Ja. Und derweil habe ich mir das dann angeguckt. Was er tatsächlich meinte, ist das, was er sagte, also dass es ein Faktum ist, wenn du eine Staffel Süd hernimmst oder wen auch immer, und dann hast du da, ich weiß gar nicht, wie viele Mannschaften da ehrlich gesagt drin sind, da bin ich jetzt gerade nicht so gut informiert, da müsste man nachschauen, aber dann hast du quasi 10 Mannschaften drin, die gegen den Abstieg spielen und nur eine Handvoll, die quasi vorne dabei sind, sozusagen. Mhm. Ja. Und das ist ja quasi, ist mir dann so aufgefallen erstmal, und das Problem sehe ich übrigens auch in der Bundesliga der Profis, sehe ich das so. Das ist natürlich ein miserables Qualitätskriterium. Wie viel sind es, du hast es aufgemacht? Genau, wir haben jetzt, also ich habe es mal kurz geguckt, in der U19 Bundesliga Süd-Südwest, also bei uns, haben wir 21 Teams. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 steigen ab. Ja. Und von, gut, es sind jetzt ein paar, die schon deutlich abfallen, aber der erste Abstiegsplatz, Astoria Walldorf, hat 21 Punkte und Platz 7 hat 29. Ja, das ist nicht so viel. Also es ist schon sehr nah beieinander alles. Ich sag mal, bis Platz 11, die letzten 10 auf jeden Fall. Ja, und so wie es er gesagt hat eben. Ja. Das heißt, es ist ja praktisch kein Qualitätskriterium für eine Junioren-Bundesliga, wenn quasi über die Hälfte der Mannschaften gegen den Abstieg spielen. Ja. Weil sie offensichtlich die Qualität der Spieler nicht haben. Es wäre ein super Qualitätskriterium für die deutsche Ausbildung in Summe, wenn es genau umgekehrt wäre. Platz 1 bis 12 spielen um die Meisterschaft und sind wahnsinnig eng beieinander und nicht umgekehrt. Dann weißt du, okay, wow, cool, wir haben 12 Mannschaften in Deutschland, die da oben um den Titel spielen, weil sie richtig gute Fußball haben und es ist eng beieinander. Und in der deutschen Bundesliga der Profis sehe ich das genauso mittlerweile. Der Meisterschaftskampf, 2, 3 Mannschaften, ja, gut, da kommt jetzt noch irgendwo auch wenn überhaupt. Der Einflussfaktor Geld mit hinzu, aber grundsätzlich, gerade die Mannschaften, die ja wenig Geld zur Verfügung haben, sollten ja eben, haben wir ja schon mal gesagt, endlich mal darin investieren, dass man aus der eigenen Jugend mehr Spieler rausbekommt, eine größere Masse und nicht nur 0,1%. Und da ist es das Gleiche. Also der Abstiegskampf ist immer eng beieinander und das ist spannend, mit zu vielen Mannschaften. Und ich habe das Gefühl, es werden jedes Jahr mehr, die da reinfallen. Ja, das zeigt schon, vor allem in dieser U19-Bundesliga, das ist ein schlechtes Qualitätskriterium. Man muss natürlich dazu sagen, das kann man jetzt das Gegenargument machen, ja, dass so viele absteigen, das ist halt Corona geschuldet, weil die ja die Ligen abgebrochen haben letzte Saison und dann gab es keine Absteiger, aber Aufsteiger. Und damit ist die Liga jetzt voller, das ist auch in der 17 so. Das ist das, was ich nicht meine. Und deswegen gibt es natürlich auch, normalerweise steigen, glaube ich, nur 4 ab. Und jetzt steigen ja 7 ab. Genau, aber du hast ja schon gesagt, unabhängig von der Zahl. Aber dagegen kann man dann einwenden, wenn die letzten 4 wegfallen, hast du ja trotzdem noch die Hälfte der Liga, die gegen den Abstieg spielt. Die sehr eng beieinander ist, genau. Gegen den Abstieg. Ja. Und das zeigt eigentlich, ja, das ist kein gutes Qualitätskriterium für die Ausbildung. Es müsste genau umgekehrt sein. Dann wäre es super. Dann wüsste man, vieles würde richtig laufen. So bestätigt das mich nur in dem, was wir schon immer sagen. Da kommt zu wenig bei rum. Für den Aufwand, den man da investiert, NLZs, Strukturen, 3 Sterne, pipapo, kommt viel zu wenig offensichtlich rum an fußballerischer Qualität. Und das ist das, was er meint. Und dann kommt natürlich hinzu, was er noch auch gemeint hat, ist, ja, dementsprechend wird auch Fußball gespielt. Also durch diese Abstiegsangst wird genauso Fußball gespielt. Hinten reinstellen, die Null halten, der lange Ball, schnelle Konterspiel, was wir ja schon mal gesagt haben,
was halt fürs Ergebnis vielleicht super ist, aber was halt die jungen U19-Spieler in dem Fall 0,0 technisch weiterentwickelt. Ja, so ist es. Ja, es ist mit Druck und mit Angst kannst du halt nicht Fußball spielen. Letzten Endes sind wir wieder bei dem, was du letztes Mal schon gesagt hast, es muss so eine B-Note in diese Sternebewertung rein. Das ist das Einzige, wo ich jetzt sage, da könnte irgendwas passieren in die Richtung. Weil letzten Endes auch, wo wir es jetzt hatten, der DFB sagt jetzt ja, man muss mehr in diese Richtung gehen, Ausbildung und so weiter. Aber es muss irgendwo eine Bewertung dazu hin. Es muss eine Bewertung hin, weil sonst... Sonst kriegst du das Argument, das höre ich schon, ohne dass ich jetzt, also jetzt haben wir es gesagt, jetzt schicken wir es raus in den Äther, in die Welt. Dann kriege ich schon wieder die Mail, die da lautet, ja, das Umschaltspiel ist modern, das muss man ja mal lernen. Ja, muss man lernen, aber halt nicht nur eben diese eine Schublade, wie wir es schon mal gesagt haben. Ja, außerdem, ist doch auch ein dummes Argument, weil das ist ja kein Umschaltspiel. Wenn ich mit Angst Fußball spiele, also ich meine, bestes Beispiel, Liverpool spielt auch Umschaltfußball, aber die spielen nicht mit Angst Fußball. Das ist nicht die Angst vor dem Gegentor, sondern das ist halt denen ihr taktisches Mittel. Und nicht, ja, wir stellen uns hinten rein und dann knüppeln wir die Bälle vor am besten und wissen noch nicht mal, wie ein Flugball geht und schauen, dass der möglichst weit weg ist. Das hat doch nichts mit Umschaltspiel zu tun. Ja, und vor allem ist es aber so, das haben wir auch schon mal gesagt, der lange Ball von Liverpool nach vorne, der ist halt auch sauber gespielt. Ja, eben. Und vorne... Oder dann so ab der Mittellinie, wie jetzt die Woche mir angeschaut habe gegen Inter Mailand, können die dann schon mit dem Fuß was anfangen. Also dann, wenn der Ball mal dann am Fuß ist und es ist trotzdem mal eng und man kommt nicht in die Kontersituation rein, dann wird Fußball gespielt, dann wird der Ball in den eigenen Reihen gehalten, ja, dann wird abgebrochen, dann werden die Seiten gewechselt, schön verlagert. Da wird schon ordentlich Dampf gemacht mit der Kugel am Fuß. Also sie sind dazu in der Lage und das ist ja genau das, was wir schon mal gesagt haben. Wenn die aber nur das eine lernen, sind sie genau zu dem nicht in der Lage und dann fliegen die Bälle schrecklich nach vorne, sie können nicht verarbeitet werden, ist der Ball am Fuß, hat man eigentlich keinen Plan, was man damit anfangen soll. Und es hat dann halt leider Erfolg, vor allem bei den Kleinen im jungen Alter. E-Jugend hatte ich jetzt auch wieder ein Spiel, da hat der Torwart den Ball in der Hand und ich finde es interessant, weil du hast gemerkt, der gegnerische Trainer will eigentlich schon, dass die hinten rausspielen, aber dann sage ich zu meinen Spielern, bleibt weg, dass er ihn noch anspielt, dass wir in die Pressing-Situation reinkommen. Dann sage ich, bleib weg, dann schaut der Torwart seinen Trainer an, der Torwart guckt, der Trainer guckt kurz und dann sagt er, ja, schlag den Ball vor. Weil er Schiss hatte, oh, die pressen jetzt gleich, weil er Schiss hatte, oh, da verlieren wir vielleicht den also Ball. Also er geht ihm dann doch nicht ein in Endkonsequenz. Ich habe da mal ein lustiges Erlebnis gehabt mit einer Jugendmannschaft, das war C-Jugend und dann hat der Gegner, weil er wusste, dass wir eine spielende Mannschaft sind, dass wir was ausprobieren, dann hat der Gegner sich komplett hinten reingestellt, also wirklich 5-4-1 und hat also 30 Meter vom Tor und hat, also hat absurde Situation, deine Innenverteidiger haben den Ball und es ist einfach weit und breit keiner, also die wirklich erst in der Mittellinie stehen die. Und dann waren natürlich meine Jungs erstmal überfordert, weil junge Spieler sind sie verstehen das nicht. Kannten das nicht, ja. Also geht mir auch so. Ist erfahrungswert. Ja. Dann haben sie versucht, da vorne reinzuspielen erstmal. Dann ist es natürlich ab dann einem gewissen Zeitpunkt wahnsinnig eng. Total schwierig. Und dann haben die den Ball erobert. Dann kam der diagonale Ball auf zwei pfeilschnelle Flügelspieler von denen. Und dann ging die Post ab. Also ein totaler Zerstörer. Und dann bin ich in der Halbzeit hergegangen und habe mir mal den Spaß gemacht. Und habe gesagt, Jungs, pass auf. Und das ist natürlich Wahnsinn, aber mich hat das in dem Moment so genervt. Ich muss dazu sagen, ich war 33, 10 Jahre her, ich würde das heute nicht mehr so machen. Aber ich war so genervt von dieser Art, dass man ein Spiel im Jugendbereich, es war auch noch ein Freundschaftsspiel, so zerstören kann, nur um mir zu zeigen, mit dieser Spielerei, da kommst du eh nicht weiter. Da habe ich jetzt mal ein Mittel gegen dich. Ja. Dass ich meinen Innenverteidigern gesagt habe, nach der Halbzeit, Torwart spielt zum Innenverteidiger, spielt zum Zehner, das war wie 11 gegen 0, also da war kein Gegenspieler. Und dann spielen wir einen absichtlichen Fehlpass in den Innenverteidiger des Gegners hinein und ziehen uns wiederum zurück mit 5-4-1 und geben denen mal den Ball. Und zu schauen, was dann passiert. Und dann waren die fix und fertig, weil die halt eben nicht gelernt haben, ja, was machen wir denn jetzt? Also jetzt haben wir den Ball am Fuß, dann kam wirklich der Blicke der Spieler zu seinem Trainer raus, was machen wir denn jetzt? Also darf ich jetzt lang schlagen wieder? Ja. Oder sollte man vielleicht jetzt doch mal Ballbesitz spielen, Gegner ein bisschen laufen lassen, geduldig auf die Lücke warten, was machen wir denn jetzt? Mhm. Die waren so überfordert,
dass die einfach wirklich, also ich kann mich erinnern, in den ersten 5 Minuten ist der gegnerische Innenverteidiger einfach mal immer stehen geblieben. Er hatte den Ball am Fuß und ist einfach stehen geblieben und hat geschaut, was ist jetzt los? Weil sie nichts mit der Kugel am Fuß technisch anfangen konnten. Ich habe dann das wieder irgendwann gelassen, also komm, machen wir wieder weiter. Aber um dem mal kurz zu zeigen, das ist so ein Quatsch hier. An sich finde ich es aber eigentlich ja gar nicht so schlecht, weil du zwingst den Gegner damit ja Ausbildungsfußball zu spielen, sozusagen. Ja, gib ihm mal den Ball und dann sind sie überfordert, weil sie nicht mit nichts anfangen können. Das ist ja eigentlich, das ist jetzt gar nicht, ja, natürlich. Ja, er war schon fies, ja, und das, ich wollte es praktisch, ich würde es deswegen nicht mehr machen, weil das ja praktisch das falsche Signal an meine Jungs ist, sondern ich würde ja an meine Jungs immer sagen, wir machen trotzdem, weil wir probieren jetzt auch da. Weil das ist ja das, was Guardiola so gut beherrscht, gegen diese Mannschaften, dann halt 40 Pässe am Stück zu spielen, bis die durch die permanente zeitliche Verschieben schlampig und müde werden, Passwege aufgehen und dann wird er eingespielt und dann geduldig zu sein. Deswegen hat der Guardiola gegen solche Mannschaften Gewinne oft sogar relativ hoch, aber die Tore fallen halt erst ab der 60. Minute nach hinten. Ja. Also, genau. Naja, das ist so eine Anekdote. Schön. Wir haben noch einen Abschluss, richtig? Ja. Wir haben noch einen Abschluss und zwar eben den DFB, was ich gerade schon angesprochen hatte. Das ist aber im Prinzip eigentlich ganz kurz abgehandelt. Der DFB möchte ja jetzt so mehr in die Ausbildungsrichtung gehen, Funinho spielen, hat da, ja, muss man schon sagen, einiges erkannt und auch verstanden und es geht jetzt in eine super Richtung. Ganz interessant war jetzt, hat uns ein Kollege zugeschickt, bei Sky gab es da eine Debatte drüber oder Diskussion, was war das? Oder so ein kleines Talk Filmchen, irgendwie, genau. Und da haben sich Lothar Matthäus und Didi Hamann geäußert. Und die haben quasi so sinngemäß, war das so in die Richtung, ja, wenn man jetzt jedem Kind die erste Platzmedaille gibt und Ergebnis egal ist, das bringt doch überhaupt nichts und das ist ja dann kontraproduktiv. Also sie sind klare Befürworter des ergebnisorientierten Fußballs. Also sie sagen quasi, also es ging in diesem kleinen Filmchen darum, dass der DFB halt jetzt auch ausbildungsorientiert denkt und das Ergebnis nicht vorne anstellt. Und Lothar Matthäus und Didi Hamann haben eine sehr klare Meinung dazu, Schwachsinn. Und letzten Endes kann man sagen, weder Didi Hamann und Lothar Matthäus noch, ja, ich weiß nicht, ob es der DFB verstanden hat, aber das Ding ist, ausbildungsorientiert heißt ja nicht ergebnisorientiert, kann man vielleicht so sagen. Ja. Also ausbildungsorientiert heißt ja nicht, das Ergebnis ist mir egal. Nein, ich habe mich gestern auch gefreut, als meine Jungs in der letzten Minute das 2:2 geschossen hat. Natürlich freue ich mich da. Ist doch super. Klar. Aber das heißt dann nicht, dass wir das Ergebnis über die Ausbildung stellen. Das ist halt ja das Entscheidende. Also man kann den DFB nur empfehlen, weil ich habe dann das ein bisschen gegoogelt und mal ein bisschen reingeschaut und reingelesen. Und man kann es falsch verstehen. Also vielleicht meint es aber auch so, das weiß ich nicht. Es ist halt für mich, der DFB ist ja manchmal einfach leider Gottes, auch wenn die Ideen oft gut sind, ist es oft so ein klassisches Schwarz-Weiß-Denken. Mhm. Und da kommt es für mich manchmal schon so raus. Und deswegen habe ich dann, nachdem ich das gelesen habe, ein Stück weit Verständnis für die Herren Matthäus und Hamann, dass das Ergebnis jetzt völlig wurscht ist. Also ausbildungsorientiert heißt, das Ergebnis interessiert uns überhaupt nicht mehr. Und das ist natürlich Quatsch. Das sagen ja wir schon immer. Das ist ein Vorwurf, den wir in der Münchner Fußballschule seit Jahren uns anhören müssen. Bei euch ist ja das Ergebnis eh komplett egal. Und das ist natürlich totaler Bullshit. Und das sagen wir ja immer. Natürlich wollen wir gewinnen. Und um beruhigend für Lothar Matthäus und Didi Hamann das mal zu sagen, natürlich wollen wir gewinnen und wollen vermitteln auch unseren Kindern im Moment des Anpfiffs das Maximum zu geben, um dieses Spiel zu gewinnen. Aber, immer ein entscheidender Satz, nicht um jeden Preis, heißt, mit technischen Mitteln wollen wir das schaffen, mit ausbildungsorientierten Mitteln, fußballspielerischen Mitteln. Damit wollen wir das erreichen. Und wenn wir merken, das reicht heute nicht, dann greifen wir nicht zur Brechstange und hauen nur noch lange Bälle durch die Gegend für 30 Minuten auf Kosten dessen, dass dann 50-60% der Spieler keine Ballkontakte mehr haben. Das wird es halt nicht geben, sondern wir versuchen es halt eben mit fußballerischen Mitteln zu erreichen. Aber wir sagen natürlich nicht, du, es ist scheißegal, wie das halt ausgeht. Das ist wurscht. Ja, ich meine, das klassische Beispiel ist, finde ich, immer unser Rotationsprinzip. Ja. Dass jeder Spieler jede Position spielt und das, wenn man halt konsequent durchzieht. Ich habe dann immer meine, wenn ich jetzt gestern hatte ich einen Auswechselspieler, dann habe ich quasi 7 Positionen, 6 Feldspieler, einen Auswechselspieler und dann teile ich die Spielzeit durch 7 und in diesen Abständen geht dann jeder eine Position weiter. Und
Natürlich macht das uns schwächer, natürlich ist es ein Nachteil gegenüber der gegnerischen Mannschaft, aber das ist halt eben was, was wir in Kauf nehmen. Aber im Rahmen von dem will ich dann natürlich trotzdem alles tun, um zu gewinnen, mit diesen Klar. Mitteln eben. Aber es gibt halt bestimmte limitierende... Und wirke auch verbal auf mein Team dann so ein. Also wenn ich dann merke, das sind halt zwei, denen es ist jetzt wirklich wurscht und die machen gerade gar nichts mehr, dann treibe ich die schon an verbal, ja, klar, und fordere die auch auf, richtig mal Gas zu geben. Und wenn er nur noch rumsteht, ja, und gar nichts mehr macht, weil er vielleicht auch lustlos ist, dann gehe ich natürlich auch mal hin und sage, du, pass auf, also dann müsst du jetzt mal eine Pause machen, hier eine kurze und darüber nachdenken, weil wir wollen natürlich fürs Team alles geben. Das ist doch keine Frage. Klar, also das darf auf gar keinen Fall verwechselt werden. Und bei dem Rotationsprinzip, das du gerade ansprichst, das muss man nochmal betonen, das machen wir ja praktisch im Ausbildungsbereich und ab Großfeld, spätestens Ende C-Jugend, B-Jugend, wird klar spezialisiert. Ja. Und dann hat man natürlich seine festen Positionen, aber bis dahin wird ausgebildet. Genau. Und da gibt man Vollgas, das ist doch keine Frage. Und das vielleicht auch noch, dieses Ausbildungsprinzip, ich habe das jetzt gelernt mit meiner Mannschaft, ich war da auch, habe die jetzt 2 Jahre betreut bisher, war da auch sehr skeptisch am Anfang, habe im ersten Jahr mich noch nicht so getraut, komplett zu rotieren, jede Position. Ich habe schon mal durchgewechselt und der eine mal da, der andere mal da. Und im zweiten Jahr habe ich mir dann gedacht, komm, scheiß drauf, ich ziehe das jetzt komplett durch, ist mir jetzt egal. Und habe jede Position, jeder Spieler spielt jede Position genau gleich viel. Torhüter werden nach einer Tabelle durchgewechselt, jede Halbzeit ein anderer, das ist klar geregelt. Und die Jungs verstehen das unfassbar schnell. Und jetzt nach diesem, das ist ja jetzt so ein halbes Jahr ungefähr, dass ich das mache, das ist Wahnsinn, wie die das annehmen. Ich sage im Spiel nur noch Wechsel. Ich sage nur noch Wechsel. Und dann weiß er sofort, der Stürmer geht raus, jeder weiß eine Position weiter, jeder weiß sofort, wo er spielt, jeder weiß sofort, was er da zu tun hat. Das ist unfassbar, das ist echt krass zu sehen. Und man muss jetzt schon auch sagen, das ist jetzt nicht, ich habe jetzt nicht irgendwie die irgendeine Leistungstruppe, die da irgendwie zusammengestellt worden ist. Das ist einfach eine Mannschaft. Das ist es ja. Aus Jungs, die da zusammengekommen sind im Verein und Bock haben, Fußball zu spielen. Ja, das ist jetzt in Augsburg ein bisschen einer der besseren Vereine, aber es ist trotzdem, das sind jetzt nicht irgendwie aus Augsburg da die besseren Vereine zusammengeholt, sondern das ist einfach Jungs, die haben, da sind Bessere drin, da sind Schwächere drin und es funktioniert. Und das ist es ja, was man vielleicht zum Schluss hier sagen kann. Wenn ich natürlich, da müssen wir schon wieder die Folge senden, also wenn da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz, wenn ich natürlich hergehe und habe jetzt eine NLZ-Mannschaft mit ausgesuchten, ausgewählten Talenten, ja, die können dieses Rotieren sofort, weil sie eben so gut sind. Für die ist das ein Kinderspiel. Und natürlich würde der Linksfuß lieber auf der linken Seite beispielsweise spielen als auf der rechten Seite. Aber für den stellt das doch das geringste Problem dar. Also da kann man das wunderbar anwenden. Ja. Die sind so talentiert und haben schon von klein auf her in der Regel eine gute Spielübersicht beispielsweise, dass das für die relativ wenig... Die gewöhnen sich wahnsinnig schnell dran. Stell dir mal vor, die NLZs machen das. Da ist einer, der rotiert durch, wie geil das wäre. Ja. Was das für eine geile Mannschaft ist. Da gibt es keinen Stress mehr, da gibt es keinen Streit über Spielzeit, über sonst was. Mega. Ja. Das wäre eine geile Lernatmosphäre. Ja. Lernatmosphäre. Da muss ich noch eins sagen. Mach das. Oh Mann. Hast du wieder was von Michael Kölner? Nein, ist mir was eingefallen. Aufgefallen. Aufgefallen ist es mir bei Champions League diese Woche. Bayern gegen Salzburg. Mhm. Da ist mir was aufgefallen, was ich schon länger immer wieder mal im Blick hatte. Und da ist es mir so bewusst aufgefallen, dass ich extra mal nachgeschaut habe in der Vergangenheit und ein paar Spiele gegoogelt habe von demjenigen welchen. Unser lieber Herr Coman, ja, ist ja ein, also damit man es gleich vorne wechselt, bevor ich jetzt niedergeprügelt werde, ist ein toller Fußballer, toller Speed, gefährlich ohne Ende, macht er richtig gut. Aber da ist mir aufgefallen, der verdattelt im Spiel, sagen wir mal, von 10 1 gegen 1 Situationen, kommt er ja 5-mal durch und dann wird es richtig gefährlich. Entweder mit selber abschließen oder nochmal querlegen etc. Aber 5-mal ist es in der Grundsituation brandgefährlich, aber er verdattelt diese Situation, weil er, Achtung, beidfüßig dribbelt. Das ist ja ein Rechtsfuß und der dribbelt oft nicht mit einem starken Fuß an, ja, sondern fängt an mit 2-mal links zu dribbeln. Dann 2-mal rechts, dann wechselt er wieder auf links, dabei verstolpert ihn der Ball, weil es total unrund und unrhythmisch ist. Das ist hinsichtlich der Ausbildung, weil wir das schon mal gesagt haben. Gedribbelt wird in höchstem Tempo,
bitte immer mit dem starken Fuß mal den Ball annehmen, mit dem Gegner fernen Fuß, und das ist eventuell der Schwache, was anderes. Aber im 1 gegen 1 auf den Gegner drauf, andribbeln, starker Dribbelfuß, Tempo aufnehmen. Denn immer wenn er das macht, kommt er vorbei. Aber er hat wieder drei, vier Szenen drin. Da dribbelt der beidfüßig. Und das ist so eine DFB-Ausbildungskäselinie. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Da kenne ich das nämlich immer. Wir müssen beidfüßig dribbeln lernen, damit der Fußballer besser wird. Das ist richtig. Aber nochmal, man muss den Sinn dahinter verstehen. Beidfüßig dribbeln lernen im F-, E- und D-Jugendbereich ist etwas, um den Spieler insgesamt technisch auf ein höheres Niveau zu bringen. Aber Stichwort Spezialisierung später ist das ein schneller Flügelspieler beispielsweise. Dann muss ich dem sagen, vergiss das. Du dribbelst nur mit deinem starken Fuß an, weil alles andere ist von der Koordination her unrund, unrhythmisch. Und ja, er verstolpert, also wirklich, der stolpert dann drüber. Aber das passiert ihm dann logischerweise. Das Tempo ist so hoch von dem Gegnerdruck. Und ja. Wer das auch dacht? Leroy Sané, wie Olaf Thon immer sagt. Der gute Sané. Alte Leroy Sané, der macht das leider auch. Also ja, lieber FC Bayern, den hatten wir zu. Schon mal, dass der im 1 gegen 1... Ja, der dribbelt manchmal beidfüßig an. Und zwar gar nicht bewusst, das hat der so intus, dass es einfach macht. Liebe FC Bayern, falls ihr uns zuhören solltet, Spezialtraining, Einzeltraining mit dem und immer nur starker Dribbelfuß ihm so angewöhnen, dann kommt der halt von diesen 10-mal 9-mal vorbei. Meldet euch bei uns, wir haben da Experten. Ich bin's nicht, du auch ich nicht. Auch nicht. Aber du musst es ihm sagen, es ist falsch. Es ist einfach ein technischer Fehler. Und das kommt aus diesem Käse, wir müssen beidfüßig dribbeln lernen. Das ist richtig, aber nicht für die Ewigkeit, bitte. Sehr gut. Hat einen anderen Hintergedanken. Ja, gutes Schlusswort. Ja, bitte. Gut. Ja. Jetzt haben wir hier. Wie viel haben wir denn? Monsterfolge, dreiviertel Stunde. Was? Ja. Ah, ich muss weg. Geht. Hast du schon wieder Stress? Ich das ist Wahnsinn. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich habe ja noch Training jetzt, sag doch mal was. Mehr als sonst. Du musst doch schon wieder auf den Platz. Hier, ich lese gerade Abramovic und Chelsea. Oh je, das ist auch so ein Thema. Ja, das wir nicht hier das fangen wir jetzt nicht mehr an. Nee, das fangen wir nicht mehr an. Ja, schreibt uns eure Meinung. Jawohl. Über die NLZ. Vielleicht seht ihr es auch ganz anders und die machen es alle gut. Ich glaube, wir müssen eigentlich mal ein eigenes NLZ gründen. Ja, das wäre schon geil. Ja, das hätte schon was. Aber... Ich sage immer auf Mallorca, wegen dem Wetter. Je älter ich werde, desto zunehmend friert es mich zu sehr. Mich friert zu sehr. Nicht schlecht. Oder irgendwie ja, Madeira oder so. Ja, genau. Das macht gut, Sinn. So, wir beenden es jetzt. Yes. Mich, es hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.